packen an, wo die Not am größten ist. Sie helfen ehrenamtlich, wo andere wegsehen. Der Teltow-Kanal stellt sie vor, ihre Lokalheldinnen und Lokalhelden. Auf dem Campus des Evangelischen Gymnasiums und der Evangelischen Gesamtschule in Kleinmachnow wurde es Ende Dezember weihnachtlich. Die Schülerinnen und Schüler konnten nach der Corona-Pause endlich wieder eine weihnachtliche Spendenaktion auf die Beine stellen. Also der Adventsbazar, den haben wir hier seit Gründung der Schule. Es ging darum, gemeinsam zu feiern und gemeinsam zu organisieren. Und wir haben die Erlöse aus diesem Adventsmarkt eigentlich jedes Jahr für einen guten Zweck gespendet. Für die Schülerinnen und Schüler war die Organisation des Marktes eine echte Herausforderung. Jede Klasse konnte eigene Ideen entwickeln, was an ihrem Stand angeboten werden sollte. Für viele war der Markt aber auch eine Herzensangelegenheit. Also ich mache das voll gerne, weil ich helfe auch einfach immer liebend gerne Menschen. Ich mache auch öfters so Sachen, so, damit man spenden kann. Wir machen das gerne. Jeder hat einen Vorschlag gemacht und dann haben wir entschieden, was die Menschen bekommen hat, haben wir dann gemacht. Ja, neben einem Einpackservice für Geschenke, diversen Ständen mit Essen und Getränken, gab es auch sehr kreative Ideen, wie einen Fotostand zum Spendensammeln. Die Gesamtschule oder die Schüler der Gesamtschule werden ihren Erlös für die Berliner Kältehilfe spenden. Und die Schüler waren dafür besonders sensibilisiert, als sie natürlich in den vergangenen 2 Wochen diese kalten Temperaturen erlebten draußen und wir eben genau diese Idee mitbrachten. Und dann haben die 12er von unserer Schule mit denen Kontakt aufgenommen und genau nachgefragt, an welcher Stelle denn Spenden gebraucht werden, ob auch Sachspenden gebraucht werden. Und es wurde beides genau diskutiert und denen erläutert. Und so ist es bei uns also die Berliner Kältehilfe. Zahlreiche Träger beteiligen sich am Kältehilfeprogramm mit Angeboten wie Beratungsstellen, Suppenküchen, Kältebussen und Treffpunkten, um zu verhindern, dass Menschen ohne Unterkunft in Berlin erfrieren. Der Erlös des Gymnasiums kommt einem Herzensprojekt mit sehr persönlichem Hintergrund zugute. Wir haben jetzt im Dezember allerdings am Gymnasium eine Schülerin verloren, eine ehemalige Schülerin, die an einer Erkrankung verstorben ist und vor ihrem Tod im Virchow-Klinikum ein Herzensprojekt ins Leben gerufen hat und dort auf der Krebsstation Spenden oder für die Krebsstation Spenden sammelte, um dort die Zimmer zu verschönern. Und wir haben das tatsächlich zum Anlass genommen, die Spenden unseres Gymnasiums in diesem Jahr dieser von ihr gegründeten Initiative zugutekommen zu lassen. Der verstorbenen Schülerin war es ein Bedürfnis, die Krebsstation im Virchow-Klinikum Berlin zu verschönern. In den Patientenzimmern sollte nach ihrem Wunsch mehr Behaglichkeit und Wärme einziehen. Kakao mit Marshmallows und Sahne. Die Schülerinnen und Schüler in Kleinmachnow sind mit Herzblut und Spaß dabei. Und trotzdem sollen jene nicht vergessen werden, die am Rande der Gesellschaft stehen. Was wir besonders wichtig finden, dass man eben Projekte unterstützt, die sonst nicht so viele Hilfe bekommen. Ja? Also große Organisationen sammeln viele Spenden und wir gucken tatsächlich, dass wir meist regionale Organisationen finden, die eben in schwierigen Zeiten besonderer Hilfe bedürfen. Mit dem Adventsmarkt auf dem Hofbauer Campus ist den Schulklassen der Evangelischen Gesamtschule und dem Evangelischen Gymnasium Kleinmachnow ein farbenfrohes Fest gelungen. Es zeigt, dass man gemeinsam große Ziele erreichen und dabei sogar viel Spaß haben kann.